Kommt zurück zu Mafia 2. Oh ja. Ich hab grad meinen Timer geschaltet. Ich hab grad nicht hingeguckt. Tut mir leid. Oh Gott, jetzt müssen wir ganz weiter oben rumfahren, ey. Meine auffahren. Meine Fresse. Das ist die beste Mission. Bevor... Alter, ist der Bulle bescheuert! Hey, pass auf! Halt's Maul! Okay, Bulle fast reingefahren. Verfolgung von Raser aufgenommen. Ich bin kein Raser, ich hab's nur einen. Henry war echt ein Spitzel. Damn, ich hatte aber wirklich ein schlechtes Gefühl bei ihm. Also echt ein Spitzel war. Was ein Arschloch. Ach, dieser Scheinertonloch hat er extra gemacht. Oh, das finde ich viel riskiert dafür, dass er die Bullen gearbeitet hat. Oh, was wollen die Bullen denn noch von mir? Verpisst euch jetzt, meine Güte. Ja, ich halt kein Strafzettel. Ich hab besser was zu tun. Warum ist Leo wieder hier? Hey Jungs. Hey Vito. Der Boss will dich sehen. Gut, ich will ihn auch sehen. Einen Moment noch, Vito. Ich muss dir deine Knarre abnehmen. Klar. Bedien dich. What the fuck? Sofort tot. Nice. Ja, wenn 5 Leute auf mich schießen, was soll ich da machen? Ich muss aber jetzt nicht mehr dahin fahren, ne? Ne. Das kann lustig werden, nochmal. Boah, hab ich durchgezogen immer.
Zeig dich. Kann ich euch zeigen. Hammer. Oh. Meine Güte, nicht schwach. Unten. Dann will ich hier verstecken. Ah ja. So, alles klar! Alles klar! Der kommt einfach hoch und knallt mich ab. Alles klar. Tschüss. Warum nicht, ne? Piss da jetzt her, meine Güte. Ah Mann, die laufen einfach durch! Was ist denn das für eine KI, Alter? Ohne Scheiß! Die laufen einfach durch! Was ist das für eine verschissene KI? Hallo? Warum bin ich ja immer drin, wenn ich ein paar Kugeln abkriege? Meine Güte. Boah, geh nicht mal am Sack, ey. Ich hab's da nicht reingelaufen.
du dich jetzt ein, du Mistkerl? Na! Wow, was auch du machst, Junge. Denn da? Dich haben sie geschickt? Das ist eine Frechheit. Was haben sie dir gesagt? Leg Carlo um und alles ist vergeben? Glaubst du ernsthaft, die lassen dich vom Haken nach allem, was du getan hast? Du hast doch keine Ahnung von den größeren Zusammenhängen. Aber dein Kumpel Joe hat den Durchblick. Nicht wahr, Joe? Verdammt, was soll das? Genau das könnte ich dich auch fragen. Loyalität ist eine komische Sache, hä? In unserem Geschäft gibt's keine Freundschaft. Hat dir das der gute Leo nicht beigebracht, als du ihm im Knast den Schwanz gelutscht hast? Du bist nur eine Schachfigur, Vito. Mehr bist du nie gewesen. Wann begreifst du das endlich? Joe, du musst mir jetzt vertrauen. Glaubst du, die Bundespolizei juckt mich? Oder die alten Säcke von der Kommission? Die benutzen dich nur. Genau wie Clementi dich benutzt hat. Genau wie ich dich benutzt habe. Genau wie der dreckige Spitzel Henry dich benutzt hat. Du hast dich für dieses Stück Scheiße verbürgt, hast ihn bei mir angeschleppt. Und jetzt wirst du elender Schwachkopf dafür büßen. Jetzt, Joe. Hey, falls du vorhast abzudrücken, tu's einfach. Worauf wartest du? Vito! Knallen wir den Schwanzlutscher ab. Denk dran, worüber wir geredet haben, Joe. Willst du das alles wegwerfen? Blick ihn um! Zwei. Sofort! Du bist mausetot! Ich bin sofort tot gewesen. Ich kann gar nichts machen. Ich hab nur gezielt. Gib mir Deckung, Vito. Na, weiter so, Vito. Du schießt wie meine Schwester. Verdammt nochmal, leg die zwei Irren um. Los, Vito. Scheiße, was ist los mit dir? Nicht schlecht, was? Idiot, du hast keine Chance. Alle kannst du nicht umlegen. Oh, kann ich, siehst du doch. Ah, der Wichser muss ja schon längst tot sein. Wie viele Kugeln steckt da ein? Weißt du, steckt zwei Kugeln ein. Ich bin sofort tot. Aber der, keine Ahnung, frisst 10 Kugeln. Du bist komplett wahnsinnig. Ich freue mich schon drauf, wenn du krepierst. Oh, wir laufen jetzt immer zu uns. Mann. Sie sind nur zu zweit. Gib mir Deckung. Wie damals wäre das. Hast du Schiss, Arschloch? Ich hasse diese. Mehr kannst du nicht? Kann ich mehr schießen? Lass dir was einfallen. Beeil dich. Ja, ich kann gar nicht schießen. Ach, Carlo. Ich möchte aber auch ihn töten. Idiot. Weißt du was, Carlo? 10 Jahre lang habe ich nur Leute umgelegt. Ich habe sie für mein Land umgelegt. Oder für meine Familie. Ich habe jeden umgelegt, der mir in die Quere kam. Aber diesmal...
Diesmal tue ich's für mich. Scheiß auf dich. Scheiß Wichser. Familienmaum. Ich will nur hoffen, dass du weißt, was du hier machst. Keine Sorge, alles bestens. Familienmaum, wirst du schon sehen. Tja, was hat er denn von dir gewollt? Oh, nichts. Er hat mir ein Angebot gemacht. Weiter nichts. Ja, da wäre ich auch drauf gekommen. Was für ein Angebot? Ich sollte dich erledigen. Dafür wollte er mich zum Kapo machen, mit einer eigenen Truppe. Eben das, was ich mir schon immer erträumt hatte. Ach so. Und warum hast du das nicht gemacht? Du schuldest mir noch $5, Mann. Na, wow. Hier, die Katze kannst du ausrauben. Was das? Scheiße, was soll das denn? Schon gut, Joe. Alles erledigt? Erledigt. Na prima. Dann haben wir ja was zu feiern. Los, fahren wir ins Bordell. Ey, gute Idee. Na komm, Vito. Wir haben noch ein bisschen was zu besprechen. Okay, dann treffen wir uns dort. Okay, was ist das große Geheimnis? Hey, hey, was ist denn jetzt los? Wo wollen die mit Joe hin? Sorry, Kleiner. Die Sache läuft ohne Joe. Nein, die Joe ist ein Farb oder was? Ende. Keiner weiß, was mit Joe passiert ist. Haben wir ihn getötet? Fehler, okay, was? Ja, das Spiel kann ich sehen lassen. Ich werde es überspringen, da das GEMA ist. Gibt es da noch was? Ich glaube nicht, ne? Inhalte? Nö. Extras. Minialbum. Ah, das kann man jetzt alles lesen, okay. Harry. Okay. Ja, mach das. Ja, aber auf jeden Fall ein sehr cooles Spiel. Kann ich Ihnen weiterempfehlen und wir sehen uns mit so einem Spiel wieder bei Mafia 3. Tschüssi.